Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Operation Tango zusammen mit dem Yannick von Akadari. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Kidoki. Singapur, die Urknalltheorie. Das kann nur gut werden. Das kann nicht mehr schlimmer werden. Thanks to your brilliant work in Argentina. Ey, wir haben so hart aneinander vorbeigeredet. He is currently hiding in Singapore, where he plans to detonate a cyberbomb that would wipe the entire city's virtual data. This would lock millions of people out of their own. Die Frau hat übrigens dasselbe Pad vor mich wie mein vor sich wie mein Avatar, ne? Your mission is critical. Mein Avatar hat genau dasselbe vor sich. Finde ich interessant. Good luck. Ey, ist eine Mission, das schaffen wir. Es hatte so gut angefangen. Anfangs mega easy. Er war auf Tutorial. Nee, das zählt als Mission. Ja, was betroffen wir so? Schade, dass es keine Secrets gibt bisher. Außer, dass du deinen Kameraden umbringen darfst. Das sehe ich als ein kleines Secret an. Oh, siehst du auch ein Feuerwerk? Eek! Da ist eine Drohne! Ich muss die Koordinaten der Cyberbombe finden. Kannst du mir irgendwie helfen? Drohnenfrequenz, Bombenkoordinaten. Koordinaten wären schon mal schön. Weiß nicht, welche Etage. Wo bist du? Du bist der Grüne. 57. Hallo, Drohne. Ich bin Ebene 57. Ja, ich sehe dich. Du musst zur Bombe. Ich muss zwei Koordinaten hier. Einmal, wo der gewohnt hat halt. Gewohnt? Auf welche Ebene muss ich? Guck mir so lange das schöne Feuerwerk draußen an. Ich sehe noch keine Bombe. Ebene 57 bin ich. Ich muss zu du kannst auf 58. Also die Ebene brauchst du mir gar nicht sagen. Das sehe ich. Jetzt bist du auf 58. Hier muss ich jetzt hin. Oder wie? Da kann ich dir nicht sagen. Ja, ich erkunde jetzt mal hier die Räume. Ich kann EMP-Ladung dir durchgeben. Frequenzen kann ich dir durchgeben. Erstmal sage ich dir, was ich kann. Okay. Ich kann die Cyberbombenkoordination, die musst du mir quasi durchgeben. Das sind so sechsstellige Nummern. Die kann ich dann lokalisieren. Ja, ich hatte das Problem, dass ich die ganze Zeit Drohnen von mir rumfliegen habe. Ja, genau. Ich kann die, wenn die Drohnen-IDs. Wenn du mir die geben kannst. Ich muss die angucken, ich hab die angeguckt und dachte, ich mach da irgendwas. Warte, du bist da. Geh mal weit. Ja, da fährt gerade eine Drohne lang. Hörst doch. Ja, über dir ist die 6, genau. Ich probiere das mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier mache. Dann schaltest du die über dir. Ich hab eine EMP-Bombe in der Hand! Ja, die ist für die über dir. Für die über mir. Genau, die ist. Ja. Kann ich nicht auf irgendeine Drohne werfen? Nee. Jetzt kommt die Drohne um eine Friss! Ecke. Hat nicht geklappt. Ich glaube, ich habe die zu spät geworfen. Kannst du mir die nochmal schicken? Ja. Ich glaube, ich muss die werfen, während die in die andere Richtung fliegt. Genau, er hat sich quasi entdeckt, bevor er da reingekommen ist. So, sag mir, wann ich rein kann. Ja. Der ist jetzt um die Ecke. Dreht jetzt sich um. Wenn du jetzt wirfst. War zu spät. Brauch die Bombe erstmal. Hast du? Ah, okay, die sieht mich auch in die andere Richtung. Also ich muss die werfen, bevor die in die Ecke kommt. Du musst mir sagen, die Ecke ist jetzt bei dir? Ja, ich hab, die Tür hat sich genau im richtigen Moment geöffnet. Ja, dreht sie um, ist noch nicht um die Ecke, jetzt um die Ecke. Ja, sag mir, wenn der wieder zurückkommt und kurz vor der Ecke ist. Komm jetzt wieder. Ist jetzt vor der Ecke. Ist die EMP-Bombe dafür da, mich zu verstecken oder wie verstehe ich das jetzt? EMP deaktiviert alle elektronischen Geräte. Außer Drohnen. Ah, okay, hätte ich zusammen. Die Info kommt früh. Ja, habe ich gelesen, konnte ignoriert und dir dann weitergegeben.
Hallo Drohne. Okay. Schick mir auf jeden Fall erstmal die Bombe. Egal wofür, ich werde sie noch irgendwann brauchen, das wissen wir. Da ist schon wieder so ein... Da waren zwei hässliche Drohnen. Ja. Ja, die 9 ist da. Also unter EMP verstehe ich ja auch, dass es eine Drohne eigentlich ausschalten müsste. Jetzt kannst du durch, du kannst durch. Die 8 ist jetzt quasi gleich um die Ecke. Na, das aber ich kann damit eine Explosion auslösen. Sag mir, wann die da hinten ist. Die 8 läuft da nicht rein. Da läuft keine Drohne rein, wo die landet. Ja, damit soll ich die Drohnen ausschalten. Gib mir nochmal eine. Ah, okay, so dann. Ja, okay. Wir haben es endlich begriffen. Ja, okay. Ich teste das jetzt an der hier vorne. Nee, das geht nicht. Das ist für die 8. Ach so. Welche ist die 8? Die links ist. Die 7 ist weg. Genau, 8. Andere Ecke. Also. Ich warte noch einen kurzen Moment. Ja, du musst jetzt wieder warten, genau. Du musst warten. Sag mir, wann ich laufen kann. Ja, mach ich sofort. Aktuell ist die 7 gleich. 7 ist gleich weg. Ich muss die Bombe halt werfen und danach instant wegrennen. Genau, jetzt kannst du. Jetzt kannst du dir die Ecke werfen, genau. Erstmal, so, jetzt sag mir mal nicht zu. Und jetzt ist die 8 drin. Genau. Kannst du mir das für die 7 auch geben? Die blockiert da auch. Ja, warte, 7 hat die 420. Jetzt hast du die. Die 7 kommt jetzt um die Ecke. Jetzt sag mir, wann die nicht da ist. Dann werfe ich einfach da auf das Eck was. Ja, die ist beide dreht um. Nein. Jetzt. Oh, ich habe gerade gelernt, wenn ich so im Türrahmen stehe, kann ich auch gucken. Mhm. Die 7 ist jetzt drin. Tschüss. Ja. Kann ich mit der irgendwas anstellen? Wahrscheinlich gibt es einen Erfolg dafür, alle Drogen kaputt zu machen. Kann ich mir vorstellen. So, jetzt muss ich hier hacken. Mhm. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ja. Okay. Und wir haben wieder wir haben unseren Spaß wieder. Oh! Deswegen einmal. So, wen. Okay, ich muss das Ding bewegen. Zuerst muss der da weg. Mhm. Okay. Den kann ich jetzt durchziehen. Wahrscheinlich müssen mehrere Schlüsse durch. Okay, doch nicht. Die waren sich aber gedacht, komm, machen wir. Es soll kompliziert aussehen, auch wenn es nicht ist. Brauchst du irgendwelche Koordinaten oder eine Proxy-Nummer? Wenn eine sechsstellige Nummer wäre nice. 86? Ja. 04? Ja. 70. Ja. Das war's. Okay. Okay, musst du quasi in die unterste Ebene. Darf ich die anderen Drohnen hier noch kaputt machen? Ich könnte die 9 hier auch geben, ja. 360, warte. Hast jetzt die 9. Ist das die hier vorne? Ja, genau. Die ist jetzt direkt um die Ecke. Jetzt guckt die weg. Sag mir einfach, wann sie drin ist. Morgen. Jetzt. Ist weg. So, wir wissen ja auf welche Etage. Guckt schon mal. Soll ich dir die 6 auch geben? Die kommen jetzt. Ich hab's gesehen. Ich bin schnell zurück. Lass mich die auch kaputt machen. Jo, hast du. Ist jetzt um die Ecke. Mhm. Jetzt. Und tschüss. Drohnenzerstörer Shining. Wie die halt nur schon mal weg haben. Jetzt. Genau. Als wir hier gleich lang müssen, dann ist sie wenigstens schon mal weg. Genau. Das reicht. Du sagst mir einfach, wann ich zünden muss. Jetzt. So, dann gib mir mal für die andere Drohne auf der Etage. Die ist jetzt jetzt kannst du die noch in die Ecke werfen. Schnell. Jetzt. Und tschüss. Perfekt. Das war die letzte auf der Ebene. Jetzt sind noch. Jetzt haben wir nur noch 3 vor uns, ne? Genau, 0, 1 und 2 sind auf der niedrigsten Ebene. Bin bereit. Jo. Jetzt. Die ist direkt vor der Tür quasi. Da kannst du mir schon mal die Bombe geben. Danach kannst du mir halt einfach die letzte in die Hand drücken. Genau, jetzt um die Ecke kannst du hin. Komm jetzt wieder. Jetzt. Und dann gib mir direkt schon mal die letzte Bombe in die Hand. Jo. Die kommt jetzt um die Ecke. Ach so, da ist die.
Dreh wieder um, ist jetzt wieder um die andere. Ich renne! Fries. Kommt wieder. Und jetzt. Tschüss! Perfekt. Alle kaputt und gemacht. Und da, wo du jetzt bist, ist quasi die. Da, also jetzt die Tür. Hier kann ich rein. Wo kann ich hier was hacken? Die Tür, wo du davor, bevor du da reingegangen bist. Laut meinem Bild. Vor der Tür. Ja, also einmal wieder zurück. Oder so. Na, irgendwie da jetzt. Also ah, da. Ich hab's gerade eben einfach nur übersehen. Genau, da muss jetzt der zweite drin sein. Aber egal, was jetzt kommt, wir können einfach durch. Weil wir haben ja jetzt schon mal alles vorbereitet. Genau. Ich schätze mal, wir haben einfach zu früh schon was gemacht, das wir eigentlich hinterher machen sollen. Aber im Endeffekt kommt es ja auch selber hinaus, ne? Ich glaube, den muss ich jetzt erstmal runterschieben, damit ich ihn da drunter klemmen kann. Ne, den blauen hier vor mir. So, jetzt schiebe ich den durch, dann kann... Oder du gehst einfach durch. Jo. Irgendwie ist die Hälfte des Bildschirms da einfach nur Zierde. Ja, das ist halt... die haben das einfach, die ganzen Dinge an einem einfach zusammengepackt. So, 2,5. Ich wollte gerade trinken. Frech. 2,5. 7,6. 7,4. So, wo ist die Cyberbombe? Das war's schon? Also... Will you move to Dragon Island and neutralize the bomb? Achso, da kommt, glaube ich, noch was. Da verteilt eines quasi. Nee, hier ist noch mehr. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich Top-Down. Und ich sehe eine Stadtdrohne. Okay, ich sehe die Bombe. Okay, Passwortbrecher. Ich sehe einen Namen. Ein Netzwerkelemente-Scan. Netzwerkknoten, ja. Also hier vor mir in dem Gebäude ist die Bombe. Drohne, yes. Ja. Also hier ist die Bombe. Okay. Falls du siehst, wo ich bin. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich und ich sehe Drohnen und ich sehe Netzwerkknoten. Jetzt zum Beispiel ist ein Netzwerkknoten bei dir. Wie komme ich da rein, ist die Frage. Ich kann die Netzwerk an sich halt nur so vorübergehend. Was ist mein Job jetzt gerade? Finde die Cyberbombe und greife auf sie zu. Passwortbrecher kann ich noch machen? Beim Hacken braucht. Ja, ich guck gerade, ob ich hier irgendwie ins Gebäude reinkomme. Was ist, okay. Privateigentum draußen bleiben. Lager. Wo, sieht das für dich nach einem Lager aus? Sieht für mich eher aus wie ein China-Restaurant, wenn du mich fragst. Okay, warte, wen brauchen wir dafür? Bringen dir die Netzwerkknoten, wenn ich die scanne, irgendwas? Die Knoten bringen mir was, ja, scannen ist wichtig. Vorder sind noch zwei? Ja. Also siehst du die danach durchgehend? Ja, die werden quasi dann gespeichert. Geh mal nach unten rechts, also jetzt nach rechts. Warte, ich scanne mal kurz alle Knoten, die ich hier gerade vor mir sehe. Ja. Den? Den hinter dir noch? Rechts? Ich glaube, ich muss alle Netzwerkknoten einmal für dich scannen. Kann ich mir gut vorstellen. Hier sind noch einige. Da sind noch zwei. Jetzt noch vier. So. Und dann. Irgendwo Ende, ist noch eins. Hinter dir? Ah, ich sehe es. Die Richtung, genau. Ja. So, jetzt habe ich jeden gescannt einmal. Genau, jetzt geh nochmal über die Brücke. Oder Treppe, ich weiß nicht, sehe das nicht. Und dann nach rechts. Ja, bei mir war das eine Brücke. Ach, nach rechts soll ich. Genau, und dann gehst du irgendwo um und dann direkt links. Okay, ich laufe in die Richtung. Stehen bleiben, nee, bleib stehen. Umdrehen. Ich kann hier eine Person hacken. Okay. Ermittle den Schlüssel mit Hilfe deines Partners. Achso, jetzt muss ich hier wieder so einen Versuch starten, ja, wie du gerade eben. Genau. Für einen Error.
Zwei korrekte Ziffern, zwei nicht korrekte Ziffern. Vier korrekt, aber in falscher Position. Ich hab's einfach umgedreht, wie ich es gerade hatte. Mhm, genau. Jonas Tay habe ich jetzt als Nutzername hier gerade stehen. Mhm. Diese Person wurde als Transmitter eingestellt. Was auch immer das jetzt heißt. Ja. Aber ich kann jede Person hier hacken, oder wie? Mhm, deswegen geh nochmal zurück. Obwohl? Welchen brauchen wir? Steht da, welchen ich dafür brauche? Noch nicht. Hast du irgendeine Info, ob ich irgendeine spezielle Person hacken soll? Da war Polizei, ich wollte zu denen hin und denen den Fall schildern, aber sie haben gesagt, nein. Oh, da oben ist noch ein Knoten und auch hier. Die habe ich noch gar nicht gescannt. Ja? Ich guck gerade von hier oben noch. Da habe ich einen guten Überblick. Also ich sehe keine weiteren Knoten mehr. Warte mal, gehen vielleicht die Drohnen? Nee. Eingang. Ich kann noch ein paar Sachen aufmachen. Statischer Knoten. Lager kann ich hier aufmachen. Wo wäre ein Lager? Grill, fliegende Fische. Flagge von Singapur. Was kann die Straßenanimation? Die sieht halt nix wie ein Lager aus. Das Lager ist ja wohl in der Mitte, also wie links von dir. Ich glaube, das hier ist das Lager. Ja, genau. Ja, okay, das verstehe ich. Stell dir mal vor, hier wären zwei Dullis gewesen, die einfach wirklich so viel Freizeit haben und einfach jeden gehackt haben. Wie könnte man da zum Beispiel... Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendeiner gemacht hat. Kannst du das mir öffnen irgendwie? Nee. Netzwerksfrequenz. Du musst theoretisch einen Typen hacken, der die gleiche Frequenz hat. Also darf ich jetzt hier Leute checken? Nee, ich muss den raussuchen. Mit der gleichen Frequenz quasi. Du musst Lea Swee. Lea Swee? Du musst nochmal auf die andere Seite, auf diese Brücke quasi. Also ich sehe jetzt hier auch, hinter wie die dir. Leute heißen. Ja, hinter. In einem, du musst bestimmten wieder Radius. Rüber oder Treppe hoch, whatever. Muss wieder auf die ganz andere Seite. Sind übrigens Brücken. Okay, Brücken. Nur hier, das ist eine Treppe. Okay. Da muss auf die Brücke. Okay. Ich renne zu der Brücke. Mhm. Hier ist auch noch ein Raum, den wir öffnen können. Ja, ich kann sehr viel machen, theoretisch. So, jetzt muss ich irgendeine Lea. Nach oben, also nach links. Genau, dahin. Und dann die Lea Swee. Okay. Ich sehe zwei Frauen. Hab genau, sie. Eine davon ist Lea. Hab sie. Okay. So, wie viele Zeilen darf ich benutzen? 4. Und so, wie viel habe ich kaputt? 3 korrekt, eine inkorrekt. 2 korrekt. Okay, die war dann falsch. Ja. Und so, ich habe sie gehackt. Jetzt kannst du das wahrscheinlich öffnen, wenn ich da hingehe. Jetzt habe ich das Lager aufgemacht. Jetzt geh nochmal zurück. Jetzt habe ich das Lager aufgemacht. Ich renne schon. Oh ne, warte, die Tür ist versperrt. Privateigentum. Die Tür ist auch versperrt. Ja, also ich kann mich damit. Ich habe mich damit verbunden, aber ich kann es nicht aufmachen, weil es versperrt ist. Kann ich Privateigentum. Privateigentum. Ich geh mal zu dem Knoten auf der anderen Seite, jetzt rechts und dann nochmal rechts. Ich habe mich jetzt mit dem Knoten verbunden, hilft dir das? Also jetzt rechts, der nächste, der Knoten? Ja. Mit dem habe ich mich gerade verbunden, hilft dir das? Nein. Okay. Muss in die Gebäude rein. Vor allem in das Gebäude da hinten bei den Treppen.
Da muss ich unbedingt rein. Ansonsten komme ich hier nicht weiter. Ah! Okay. Ich habe dir jetzt 3 Türen aufgemacht. Du kannst jetzt so rechts rein. Hi. Oh. Okay. Hier muss was gehackt werden. Sehe ich jetzt schon. Ich guck mal, ob ich in das Hauptgebäude rein kann, wo ich hin soll. Na, ja, da habe ich auch aufgemacht. So, hier kann ich jetzt ein Schloss knacken. Mhm. Jetzt haben wir wieder Spaß. Ja. Sehe ich jetzt schon. Okay. Warte, lass erstmal den oben einklemmen. Falls das geht. Nee, geht nicht. Meine Deko. Ich kann den einklemmen. Aber das bringt überhaupt nichts. Du musst den blauen schieben. Ich schieb den einmal durch. Danach ziehst du den oberen einmal ganz... Zieh den schon mal durch. Mhm. Er scheint ja langsam zu gehen. Dann zieh direkt den unteren. Nee, den komplett untersten. Danach. Den nur hier. Erst den oben durch. Danach müssen wir den hier einmal ganz unten durchkriegen. Ja. Jetzt ziehe ich den nach oben und du huschst schnell durch. Ja. Den hältst du... Ja, den hättest du dann halten müssen, glaube ich. Ja, das ist... Ja. Mhm. So, halten. Und ab mit dir. Ja. So. So, nächster. Oh Gott, nicht sowas schon wieder. Und der da ist auch noch mit dem anderen verbunden. Warte mal. Ich darf mit dem nichts berühren, ist das Problem. Warte mal, ich kann ja, dass du deine anders haben kannst. Jetzt kannst du den einen durchbewegen und den anderen... Ich weiß nicht, wie viel dir das hilft. Ist das Problem. So, jetzt müssen die einmal weg, ne? Ja. Und ich kann durch. Okay. Oh Gott, der darf das Teil da unten, glaube ich, nicht berühren. Und du musst den da oben blocken. Ja. Du musst den weiter blockieren. Nee, den anderen. Warte, da unten. Jetzt musst du den Einser blockieren. So, jetzt muss ich ganz schnell durch. Okay. So, und hier müssen wir jetzt irgendwo die Bombe finden. Die ist genau über mir. You found the bomb, but opening the case will trigger the explosion. Find the remote switch to disable that protection. Okay, jetzt ist Schutz deaktiviert. Jetzt müssen wir den Remote-Schalter finden. Der ist bestimmt in einem der anderen Gebäude. Mhm. Sonst wäre es ja unlogisch, ob man da rein könnte. Geh mal in das hier rein. Mhm. Hier kann ich nicht hacken. Ich schenk mal... Dann habt ihr da aufgemacht, genau. Ich kann keins von den beiden hacken. Wo ist dieses Gerät? Hier sind keine anderen Gebäude, wo ich rein kann, oder? Straßenanimation, Türverriegelung. Doch, doch, doch. Da, noch, gehen wir nochmal zurück zum Bombenraum da. Nur dann links. Jetzt links, genau, und da rein. Kannst du noch. Kann ich aber auch nichts hacken. Müssen wir noch vorher irgendwas machen? Du kannst auch nochmal auf die Brücke. Da kann ich dich auch nochmal reinschicken. Da hinten das Gebäude. Genau, da rechts, ja. Okay, ich renn rüber. Aber hier darf ich auch nicht hacken. Was ist jetzt gerade der Job? Vielleicht müssen wir noch mal irgendwas bei der Bombe machen. Ich renn noch mal hin.
Kann nicht sicher geöffnet werden, steht hier nur bei mir. Die Katze ist auf Folgen eingestellt. Die Bombe ist halt direkt hier über mir. Ich weiß halt nur nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe... Oh, geh mal nach oben, einmal komplett hoch, ja, die Richtung. Und dann nach Nordosten, also nach rechts. Und dann nach, zu dem Knotenpunkt. Den. Ja. Ja. Was soll ich jetzt hier? Katze, ist da eine Katze? Ich sehe da eine Katze, ja. Verfolgt die dich? Nein. Jetzt? Soll die mich verfolgen? Die Katze ist auf Folgen eingestellt, habe ich hier als Option. Warte, da war gerade irgendwas auf dem Boden, glaube ich. Ja, mir folgt eine Katze. Okay. Was soll ich mit der? Weiß ich nicht. Kann ich sie streicheln? Die ist auf jeden Fall putzig. Was soll ich mit der Katze? Das ist jetzt dein Problem. Ich hab dir die Katze gegeben. Soll ich die zur anderen Katze bringen? Gibt noch eine Katze? Ja, hier vor mir ist noch so eine Katze. Auf den Läden sind hier Katzen. Nee, mehr kann ich nicht. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Die Cyberbombe kann nicht sicher geöffnet werden. Hä? Hm? Okay, du musst jetzt über die Brücke. Ich laufe. Ah. Okay. Und dann den Knotenpunkt nochmal scannen. Hab ich? Ja, genau. Zack. Jetzt musst du auf die andere Seite. Also auf der Brücke, auf der Seite bleiben, aber auf die andere Seite von dem Dings. Da ganz hinten, den ganz letzten. Den? Den, genau. Den muss auch noch mal gehen. Jetzt ist der Schläger da, genau. Der ist jetzt bei der Bombe quasi. Da läuft er jetzt rum. Und ich muss ihn jetzt einer verpassen. Der hackt jetzt gerade die Drohnen. Cypher ist die Drohnen gehackt. Du läufst jetzt gerade auf den Schläger zu und die Drohnen. Ich wurde angelacht. Nee. Aber wir kommen weiter. Ja. Okay, ich weiß ja jetzt, wo ich hin soll. Genau, die nächste Flagge von Singer. Nicht zum Schläger scheinen. Ja, ich sehe die doch nicht vorher. Ja, warte. Der Schläger ist wieder rechts von dir. Du kannst also geradeaus. Geradeaus. Genau. Und du musst zur Flagge von Singapur. Links und rechts von dir sind... Nein, Drohne kommt da. Drohnen sind jetzt böse. Also du musst jetzt zur Flagge von Singapur. Die ist hinter dir. Also quasi... Ja, ich sehe die Flagge. Bei der Brücke. Ja, da musst du hin. Da ist jetzt aber auch der Schläger gerade. Also der steht jetzt gerade an der Flagge. Nein. Da, jetzt. Ich sehe ihn. Ja, jetzt kannst du schnell. Schnell die Flagge scannen. Kann ich nicht. Der hinter dir. Der hinter dir. Drohne? Nein, Achtung! Hi! Okay, gleiche Reihenfolge, Schläger ist rechts von dir. Ich hab eine Idee. Kann doch nur funktionieren. Oh ne, das ist ja eine Drohne. Nein. Nein, die kann nicht funktionieren. So, hoch und dann direkt rechts und dann den Knotenpunkt scannen. Ach, den Knotenpunkt! Ja! Okay, ich habe ihn gescannt. Und dann musst du erstmal weg, komplett weg da. Nach hinten, rechts. Ich sehe die Drohnen noch nicht. Ja, deswegen. Okay. Nicht nach rechts, du musst theoretisch gleich nach unten auf die Treppe. Auf die Anhöhe. Da, wo hinter dir ist jetzt eine Drohne und vor dir. Da, wo die eine Drohne gerade vor mir ist? Die über die Brücke fliegt? Nicht dahin, sondern unten. Da, die Richtung, genau. Ja, weißt du, wie viele Drohnen da sind? Das sind jetzt aber drei Drohnen. Ja, genau, da musst du hin. Das ist korrekt. Ja, doch, ist richtig. So, welchen? Ja, da kommst du noch nicht hin, weil da der Schläger ist. Drohne, komm, Drohne, weg! Jetzt kannst du da hin. Katze, lenk mich nicht ab. Nein, nicht raus, Drohne ist da.
Die Katze lenkt mich ab. Du kannst aber noch nicht raus, die nächste Drohne kommt. Also die Drohnen brauchst du mir nicht sagen, ich kann die tatsächlich auch sehen, durch die Wand hindurch. Okay, dann sag ich die. Zumindest wenn ich in die Richtung gucke. Kann ich eigentlich auch hier stehen? Mhm. Jetzt geh mal auf die andere Seite. Und dann die Treppe schnell hoch. Und dann den Knopf. Warte mal, vielleicht kann ich ihn auch von hier unten scannen. Ja. Bombensicherung ist aus. Also jetzt kannst du. Renn. This is it. You have one chance to get this right. So. Du hast eine Chance, es hinzukriegen. What? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, hat Spaß gemacht. War schön, Shining. Ich brauche einen Passcode. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, ich hab hier so ein komisches Kreiseteil. Kannst du mir Kabel sagen, die ich durchschneiden muss? Kabel. Letzter Schritt. Kabel ist letzter Schritt, Shining. Kabel vergisst du. Zündknopf? Ich hab Netzwerkports. Ich hab einen Zündknopf. Ja, Netzwerkports habe ich gerade vor mir. Ja. Wenn die einzige nicht durchlaufende Nummer in jeder Spalte. Wenn Port 1 den niedrigsten Wert hat, rot eingeben. Wenn Port 2 den höchsten Wert hat, blau eingeben. Wenn Port 3 die einzig ungerade Zahl ist, grün eingeben. Und wenn Port 4 die einzig gerade Zahl ist, gelb eingeben. Was muss ich eingeben? Hallo? Port 1 hat 977, Port 2 hat 175, Port 3... Guck einfach, welche hat den niedrigsten Wert. Wenn Port 1 das schon mal nicht hat, dann ist Port 1 schon mal nicht rot. Port 2 hat den niedrigsten Wert. Dann ist die Regel schon mal weg. Hat Port 2 den höchsten Wert? Auch nicht. Nein. Weil es ist ja der niedrigste. Dann kannst du... Genau. Ist Port 3 als einzig eine ungerade Zahl? Ja, Port... Ne, nein. Dann muss es gelb sein. War ja richtig. Pass... Und jetzt habe ich da einen Passcode. Oh Gott. Das Modul haben wir. Voreingestellte Parameter, ein Passcode hast du. Dann gib mir den mal. Fünfstellig ist der wahrscheinlich. Genau, 5, 2. 5, 2. 7, 3. 7, 3. 9. Und jetzt müsste ein Schläger reinkommen. Okay, was habe ich jetzt zu tun? Ich soll jetzt ein Symbol eingeben für 1, 2 und 3. Genau. Das erste ist ein Anker. Ich suche einen Anker. Das sieht für mich wie ein Anker aus. Nummer 2 bitte. Die Nummer 2 ist quasi eine 2, nur unten ist dann so schräg. Ich sehe, was du meinst. Mhm. Das sieht aus, könnte man auch mit einem Fragezeichen verwechseln. Genau. So, jetzt brauche ich die 3. Die 3 ist quasi Windrad und 3 Bildschirme drumrum. Okay. Ja, haben wir. 2, 3 Sachen habe ich noch vor mir. Hast du noch einen Passcode für eine elektrische Ladung? Elektrische Ladung. Anzahl der Pins im Anschluss. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Nee, warte. Okay, ich werde nicht bestraft, wenn ich den Passcode falsch eingebe. Okay, kannst du mir sagen, wie viele Pins du hast? Nur noch eine, glaube ich. Warte, ich gehe auch mal bei Zündknopf rein. Da läuft eine Zahl ab. Bei Zündknopf. Okay, du musst mir sagen, was ich brauche, Anzahl der Pins im Anschluss. 3, 4, 5 oder 6. Ich habe gerade nirgendwo eine Pin. Ja, sonst machen wir erstmal Zündknopf. Ja, wie viele beim Zündknopf? Bist du da schon? Ich gehe mal auf den Zündknopf, da geht so eine Zahl von 0 hinten bis 9 hoch. Hast du da eine Anzahl Buchstaben in der Seriennummer? Buchstaben 4. 4.
Drück den Knopf, wenn die letzte Ziffer des Timers 2 oder 7 lautet. Haben wir, okay. Dann habe ich noch Passwort, Passcode, Dekodierer und elektrische Ladung. Ich habe Kabel vor mir und elektrische Ladung. Für die elektrische Ladung brauche ich einen Passcode und fürs Kabel muss ich durchschneiden. Für elektrische Ladung brauchst du einen Passcode? Ja. 7085. Jetzt brauche ich wieder ich brauche Zahlen. Dreistellig. Ja, genau. Und dafür brauche ich die Anzahl der Pins im Anschluss. Dann kann ich die drei Zahlen nehmen. Habe ich nicht. Kann ich dir nicht liefern. Dann, ich habe, bei der Seriennummer werden nochmal 4 Zahlen. Falls das hilft. Nehmen wir das, 476. Vielleicht ist das eine schlechte Übersetzung, kann ja sein. War richtig. Ja. War einfach okay. Jetzt muss ich die Kabel. Okay. Wenn das gelbe Kabel sich zwischen zwei blauen befindet. Wenn ein blaues Kabel sich neben einem grünen befindet. Ich hab das falsche Kabel durchgeschnitten. Warte mal. Nein, überschneiden. Ja, deswegen sag ich doch, warte mal. Ja. So, und jetzt haben wir nur noch die Kabel wieder vor uns. Ich hab rot, wenn ein grünes Kabel sich zwischen einem gelben befindet. Stimmt das schon mal? Nein. Okay, wenn zwei rote Kabel sich nebeneinander befinden. Nein. Wenn ein blaues Kabel sich neben einem grünen befindet. Ja. Okay, und wenn das gelbe Kabel sich zwischen zwei blauen befindet. Nein. Okay, wenn ein blaues Kabel sich neben einem grünen befindet, schneide das gelbe Kabel durch, während Schaltkreis 2 blinkt. Ork. Habe ich die Welt gerettet? Haben wir die Welt gerettet? Ja, ja, wir haben sogar Errungenschaft, die Welt retten. Da guckst du doof. Ja, verdient. First try. Wie oft sind jetzt alle hochgeflogen? Gut, dass wir ein paar... Liebe Regierung, wenn ihr das hier seht, stellt uns bloß nicht ein. Ich chill am Strand und du bist in der Villa, wenn ich es richtig sehe. Und da ist wahrscheinlich der Trailer zum nächsten Spiel. Operation Tango 2. Alter. Oh, die letzte It takes two war... to save the world. Der Fall Cypher ist abgeschlossen. GZ. Oh, was hat eine Geburt. Oh. Das war eine Geburt. Das war echt krass. Aber hat echt sehr viel Spaß gemacht. Alter. Das wird ätzend zu schneiden. Vor allen Dingen, ich wollte ja noch meine Sicht schicken und wollte auch noch deine Sicht haben, um die so als Fenster oben einzublenden. Viel Spaß. Das wird überhaupt nicht ätzend zum Schneiden, nein. Ja, ja. Also, mal ein kurzes Review. Echt ein geiles Spiel. Fordert auf jeden Fall. Ja. Viel Abwechslung. Rage Quit könnte bei manchen auf jeden Fall auftreten. Hat Wiederspielwert theoretisch. Ich würde das auf jeden Fall, wenn du mit jemandem spielen, den ich auch vertraue, der mir wirklich die guten Sachen durchgibt. Aber im Endeffekt sage ich wirklich, das war ein geiles Spiel, das war eine richtig coole Erfahrung. Ich werde erst im Endeffekt sehen, was bei Yannick überhaupt abgegangen ist. Die Panik. Und genauso wahrscheinlich umgekehrt. 100%. Vor allen Dingen, das wird eine Ewigkeit dauern, das überhaupt zu rendern. Wenn ich das beides übereinander packen will. Und das so runterzuladen, wenn ich dann schicke. Dito. Ach, warte, und ich muss jetzt noch ein Versprechen einlösen. Ich habe versprochen, nächster Stream, wo ich dabei bin bei euch,
krieg ich mal ein Bild von mir, also ihr zumindest. Ich habe heute ein Foto von mir geschossen. Ich bin aber nicht so fotogen. Aber wie versprochen, du darfst jetzt ein Bild von mir sehen. Aber nicht zeigen. Nee. So sehe ich aus. Mich interessiert das auch nicht so. Okay. Das bin ich. Dann schauen wir mal. Das ist der Shiny. Ja, okay. So sehe ich in real aus. Ja, okay. Lange Haare. Wie ich gesagt habe. Wie du gesagt hast, das stimmt. Oh. Werde ich natürlich nicht teilen oder sonst irgendwas. Ja, ich lösche das jetzt auch wieder. Also du durftest das einmal kurz sehen. Ich finde, meine Kollegen sollten halt zumindest wissen dürfen. Bei der Allgemeinheit, da zeige ich mich nicht, aber ich finde, ihr dürft das ruhig wissen. Jo. Also ich verabschiede mich hier auf jeden Fall jetzt vom Stream. Mhm. Ich glaube, Yannick hat dasselbe vor. Wir müssen das nämlich noch runterladen vom anderen. Wir haben jetzt, glaube ich, hier vier Stunden... Vier Stunden haben wir jetzt, glaube ich, hier gesessen, oder? Ja. 19 Uhr haben wir nämlich angefangen. Etwas über vier Stunden. Im Nachhinein, viel habe ich wahrscheinlich rausgeschnitten. Bei mir. Ich glaube, du lädst das an Cut hoch. Ja, auf dem anderen Channel. Außer du wirst die einzelne Mission noch irgendwie hochladen. So. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Jo, Shiny. War ein geiles Spiel. Fand ich auch. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.